Hallo und herzlich willkommen zu dem Carpenters Blocks Mod für die Version 1.6.4. Ja, was macht diese Mod? Die Mod fügt eigentlich verschiedene neue Items hinzu, beziehungsweise Blöcke, die mit denen man schöne neue Dinge bauen kann. Oder was heißt neue Dinge? Man kann alte Dinge schöner bauen. Da zum Beispiel, das wären jetzt Dächer nicht mehr mit Stufen, sondern zum Beispiel eben mit Rampen. Ja, fangen wir, denke ich, auch gleich mal an mit den Zäunen, die es gibt. Also letztendlich funktioniert die Mod immer so, dass es einen bestimmten Block gibt, den kann man mit dem Hammer hier bearbeiten. Also hier zum Beispiel sieht man jetzt gleich alle verschiedenen Arbeiten. Das macht man immer, indem man rechtsklick oder linksklick auf den jeweiligen Block macht. Ja, die sind jetzt hier so braun, hässlich. Allerdings kann man die jetzt mit jedem beliebigen Block, ich sag jetzt mal, einfärben. Also zum Beispiel kann man jetzt hier so Steinsiegel hinmachen. Ja, also starten wir. Also das hier ist jetzt die Grundausgabe des Zauns. Der lässt sich dann so bearbeiten, dass er so aussieht. Dann hätten wir hier den hier. Und den hier, das Ganze gibt es auch jeweils immer als Zauntür hier. Ja, jetzt habe ich es bearbeitet. Also da muss man aufpassen, dass einem das nicht passiert. Ja, also das hier sind dann die entsprechenden Zauntüren. Dann gibt es hier den Grundblock. Den kann man einfärben. Ich weiß allerdings nicht, wozu das dient. Weil, ja, ich meine, wer will so ein Gerüst behalten. Gibt sicher Situationen, wo man es will. Na gut. Ist jedem selbst überlassen. Dann hier, das hier ist ein mit Ziegelstein eingefärbter, wie auch immer, Block. Und das Besondere an diesem Block dann ist, dass man hier, wie bei Forge Microblocks, nochmal mit einem Block draufklicken kann und dann hat man hier solche kleinen, ja, so eine kleine Tapete. Das ist praktisch, wenn man verschiedene Wände hat. Das Besondere daran ist allerdings, oder der Unterschied, dass man, wenn man bei Forge Microblocks da zum Beispiel ein Cover hinsetzt, hat es den Wert, sage ich jetzt mal, von einem Block, sprich man kann da jetzt nicht hier einen Schalter noch hinsetzen. Das ist das Gute hier dran, hier man kann, ihr seht, ich habe hier die Blöcke des Zimmermanns mit solchen Wänden noch dran und ihr seht, das beeinträchtigt die Blöcke gar nicht, also man kann einfach schön weiterbauen. Ja. Dann gibt es auch noch einen Carpenters Knopf. Ja, kann man auch einfärben. Könnte man jetzt zum Beispiel machen, dass man den nicht so gut sieht. Ja, das war's dann. Hier ein Tageslichtsensor. Da kann man jetzt, also der funktioniert logischerweise, kann ich aber gerne mal zeigen. Ja, ich muss es auf Nacht stellen. Also hier ganz normal, wie üblich, es geht das Signal aus. Dann haben wir hier verschiedenste Luken. Lass sich auch eine einfach öffnen. Ich muss das Ding aus der Hand nehmen. Ja, also ich denke, das kennt jeder. Gibt schöne Varianten. Also die hier sind zum Beispiel toll für Gullideckel, wenn man irgendwie eine Straße baut und dann hat man da nicht so ein hässliches Ding. So, dann gehen wir hier mal durch ganz schnell zurück. So, und machen gleich mal weiter. So, den Knopf, den wir vorher gesehen haben, gibt es logischerweise auch noch als Hebel. Und es gibt ihn als, also es gibt auch eine Druckplatte. Das Besondere an der Druckplatte ist eigentlich, dass man hier mit Rechtsklick zum Beispiel nur bei Monstern aktiv machen kann. Sprich, es wird gesagt, bei welchen Dingen die ein Redstone-Signal aussenden kann. Ja. Ziemlich praktische Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagen will, ja, ich habe keinen Bock, dass hier die ganzen Tiere durchrennen. Dann kann man da sagen, okay, nur bei Monstern oder nur bei Spielern aktiv. Dann kann man auch bequem vor seinem Haus eine Druckplatte haben, ohne dass ein Creeper reinkommt und einem alles in die Luft jagt. So, jetzt, das hier sind die Rampen, von denen ich gesprochen habe. Mit denen kann man natürlich sehr cool Häuser bauen oder irgendwelche Rampen für Rollstühle. Ich benutze auch gerne als Säulen, also sprich, dass man sie dann dahin macht und im Gegensatz, also im
als, wie sagt man, als Austausch für die Stufen halt. Die gibt's dann hier auch, je nachdem, das kann man mit dem Hammer drehen. Ja, oder man macht durchs Bauen, gibt's hier alle verschiedenen Möglichkeiten. Also sprich, man hat echt Möglichkeiten, Tausende, ich weiß es nicht, wie viele es wären. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dann gibt's noch hier mit so einem kleinen keilförmige Rampe das Zimmer mit. Ja, ich weiß nicht, wie heißen diese Dinger. Ich sag jetzt mal Vordach. Ja. Hier eine ganz normale Treppe und eine Leiter. Hier haben wir verschiedene Türen. Die sieht man schlecht. Das Besondere an denen ist die Doppeltür. Die Doppeltüren öffnen sich hier also praktischerweise beide, wenn man draufklickt. Ja, hier jetzt also was vollkommen Unnötiges, Blumentöpfe in allen erdenklichen verschiedenen Farben. Funktioniert wie beim normalen Blumentopf auch. Nein, jetzt wollte er gerade nicht. Erde rein und Pflanze rein. Ja, dann gibt es hier nochmal so ein Tresor. Ist ähnlich dem Tresor, wie man ihn aus der Industrial Craft Mod kennt oder aus Battlestar Rage. Ja, hier kann man auch wieder sagen, wer da was, also ob Items nur hinzugefügt oder herausgenommen werden dürfen. Auch ganz praktisch, denke ich. Jetzt kommen wir hier eigentlich zu einem meiner Lieblingsblöcke, und zwar den zusammenklappbaren Block des Zimmermanns. Also ihr seht, man kann hier durch Benutzung des Hammers, kann man hier verschieden einfach an den Ecken schön alles. Ups, jetzt habe ich ihn abgebaut. Ja, tut mir leid. Also man muss halt aufpassen, dass man ihn nicht abbaut. Ja, Rechtsklick war es. Beziehungsweise mit Rechtsklick macht man die Dinger, die Ecken hoch. Und mit Linksklick runter. Man muss halt aufpassen, wenn man lange draufklickt, dann baut sie ihn ab. Ja, den ganzen Spaß gibt es dann auch noch mit Betten, hier mit verschiedenen vorgegebenen Bettbezügen. Und dann kann man natürlich hier, wie es sich gehört für Carpenters, ganz unabhängig, kann man hier auch zum Beispiel die Bettdecke einfärben und dann sich hier das Bettgestell aus Stein machen. Also auch hier wieder eigentlich keine Grenzen gesetzt. Funktioniert übrigens auch mit Modblöcken, also ja, könnt ihr auch Modblöcke für verwenden. Dann kommen wir hier jetzt noch zur Meißel, die hat nämlich auch eine Verwendung. Oder heißt der Meißel? Ich glaube der Meißel. Und zwar kann man hier, das sind jetzt Blöcke des Zimmermanns mit Quarzblöcken überzogen. Und jetzt seht ihr hier, es gibt verschiedene, also wenn man Rechtsklick oder Linksklick auf den Block macht, mit dieser Meißel wird hier eine, ja, so ein Muster drauf gemacht. Das kann man, ist auch viele verschiedene Möglichkeiten. Es laggt hier gerade. Ich weiß nicht, ich muss mir da ein neues Aufnahmeprogramm besorgen. Also Overwolf, da gehen die FPS in den Keller. Wenn da jemand eine Lösung für kennt, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben oder per PN, weil das geht gar nicht. Ja, also, das war's auch schon wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.